So, la. Wir werden mal sicherlich die Hälfte hier sicherlich schon fast erledigt haben. Gehen wir davon aus. Also wenn hier weniger Ertrag auf dem Feld ist, dann sind schuld hier dann die Krähen, was dauernd hier am Feld hier darum eiern. Gehe ich mal davon aus. Die fressen ja die ganze Saat hier rauf. Dann können wir gleich hier vorne das Stückchen fertig machen. Bevor wir drüben weitermachen. Ui, da vorne ist ja noch was. Beinahe übersehen, würde ich mal sagen. Mal schauen, was unser macht. Ja, er ist noch am Arbeiten. Dann werden wir dann schauen, was wir dann als nächstes machen. Vielleicht ist dann, ja, jetzt mal einsehen, dass wir wieder was zu tun haben.
Jedenfalls die Krähen, die sind schon langsam, aber wirklich lästig. Da müssen wir mal schauen, ob man eine Vogelscheuche mal besorgen könnte. Aber ich kann nicht auf jedem Feld eine Vogelscheuche aufstellen. Das geht natürlich auch nicht. Ich meine, der Kunstdünner hier sei hier was zum Fressen. So, ja, noch zwei, dreimal würde ich mal sagen. Aber wir schauen jetzt mal nach. Also Gruppern, ja, sind wir hier schon bei 80%, hier 75%. Da lohnt sich dann. Ich bin mal gespannt hier, was wir dann als nächstes hier für Aufträge natürlich kriegen. Das ist immer schon mal sehr, sehr interessant. Momentan eher mehr als auf Lohnarbeit hier arbeiten, als wie hier als selber hier also zu bewirtschaften. Da hat man dann zu wenig Kohle, obwohl man ja viel Schulden, glaube ich, habe. Dadurch, dass ich Feld gepachtet habe und natürlich was gemietet habe und Kredit habe, dann Lohnzahlungen auch noch sind. Ja genau, ich muss ja noch den Antrag stellen hier auf Förderung vom Land, Subventionen. Das muss ich auch noch keiner machen. Aber erstmal muss man hier erstmal das Feld hier fertig machen. Dann muss man das nächste klären, natürlich. Ja, schade ist, dass der wunderschöne Hänger hier keine Abdeckplane hat. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Wir nähern uns langsam aber sicher dem Ende. Das Feld wächst auch langsam daneben. Weiß nicht, ist das jetzt das, was mir gehört, oder? Ich glaube, das gehört. Ich glaube, das ist das Feld, was mir gehört. Das schauen wir mal. Ja, das ist meins. Ja, cool wäre ja natürlich das Feld Nummer 2, wenn ich das dann haben könnte. Hm, da kann man was anbauen. Da haben wir natürlich eine gute Fläche. Das ist ein guter Boden.
So. Die vorletzte Spur, will man mal sagen. Eins, was mich so und so hier wundert bei dem Spiel, dass also der Service, die Reparaturen eher sind als wie der Verbrauch von Sprit, obwohl man den normal eingestellt hat. Das ist ein bisschen irritierend. Sollte, finde ich, nicht sein. So hoch ist nicht der Verschleiß, da würde jeder Bauer aber grott gehen. Ah. Lohndienstleistung auf Feld 15 abgeschlossen. Ja, dann werden wir dann gleich nach dem Kontrollieren gehen. Ob das jetzt wirklich passt oder nicht passt, das werden wir ja nachher sehen. Ja, wir müssen jetzt mal so kurz drehen. Sehen wir jetzt hier vorne haben wir eine Stelle, wo wir nicht gedünnt hätten. Aber dadurch, dass ich halt hier das Feld machen werde als Lohnunternehmer. Ja, dann sollen wir schon hier das ordentlich machen. Weil ich ja dann das wiederum hier dann natürlich eine gute Arbeit nachher machen kann. Will ja wieder gebucht werden natürlich. Na. So ist es natürlich nicht. So, GPS haben wir jetzt mal aus. Das können wir jetzt auch ausschalten. So, wir fahren jetzt mal hier rüber. Schauen wir mal, ob hier auch wirklich alles er gemacht hat. So. Ah, das hier, genau, das war ja meine Leistung gewesen. Ah, ja. Egal. So. Ich wollte genau. Das hier passt mir hier auf der Position nicht. Dann müssen wir das hier hin tun, würde ich mal sagen. Weil da ich was anderes habe, weil das hier kann man leider nicht verschieben. Deswegen ein bisschen blöde finde ich. Aber. Wurscht. So. Da habe ich dich mal genau geschaut. Sollte man nächstes Mal genauer gucken. Genau. 15 habe ich gemacht. 8 macht ja hier der Praktikant. So. Das haben wir abgeschlossen. Ja, dann werden wir hier das hier abschließen. Mal schauen, was es dann gibt. Ob was. Nein, es gibt momentan nichts. Wir haben erst hier zwei hier. Ja, da haben wir jetzt unser Geld überwiesen gekriegt. Ja, und wir fahren jetzt da hier unseren. Natürlich mal zum Hof. Ich liebe deswegen hier den Hänger, weil der hat, wie man ja sieht, wie die Achsen hier schön arbeiten. Deswegen liebe ich ihn so. Er ist klein, fein, super toll. Genau, ich wollte den Antrag jetzt dann stellen gehen, sobald ich jetzt beim Hof bin. Jedenfalls weiß ich jetzt genau, welcher Tracker mir ist. Also mir ist der, wo ich das GPS natürlich habe. So. Uiuiuiuiui.
sieht hier brutal. Deswegen brauchen wir auch einen guten Hänger, würde ich sagen. Gut, dann müssen wir aufpassen, wo wir hinfahren. Ah ja, ist die BGA, ist das. Da muss jetzt mal schauen gehen. Da gehen wir uns jetzt mal hier informieren. Was wir hier so haben. 1, 2, 3, 4 Keilsilos. Okay. Ah, dann haben wir hier den. Okay. Ja, eines, was mich ja wirklich nervt, das ist jetzt hier, dass immer eine Füllplane zu sehen ist. Alles gut war das gewesen, natürlich in 13er, in 15er und in 17er. Tja. Das ist wiederum, was mir nicht gefällt. Aber das ist ja wieder ein anderes Kapitel.